Was ist geschehen? Wo bin ich? Tja, wo du hier bist, Jack Howard, das kann ich dir sagen. Und zwar in einem Let's Replay von Far Cry. Oh yeah. Wir dürfen natürlich zum Vulkanlabor mitgehen. Und was wir im letzten Part mitgemacht haben, wir haben quasi eine Fabrik mit in die Luft gejagt, wurden allerdings natürlich von Krieger mehr oder weniger mit aufgegabelt und sind jetzt hier in einem, ja, sagen wir mal, Mutantenwald. Wir haben keine Waffen, außer diese eine, die dort liegt. Aber diese selbst wiederum, die bräuchten wir streng genommen nicht wirklich aufzusammeln, denn diese hat nur ein 10er Magazin. Wir haben kein Fernglas, wir haben kein Nachtsichtgerät, wir haben kein gar nichts und müssen uns halt eben jetzt mehr oder weniger hier zurechtfinden, um dann somit von A nach B zu kommen, währenddessen dieser lässige Mutant dort uns jetzt hier ein bisschen, naja, gefährlich werden könnte. Denn jetzt sehen wir natürlich nochmal so die richtig schöne brachiale Kraft von der Stärkste gewinnt. Wenn wir den allerdings weglocken können, ist das natürlich zu unserem Vorteil mitgeprägt. So. Und jetzt nehmen wir die Beine in die Hand, Jack, denn gleich wird es auch richtig lustig werden. Mit voller Möhre ab in nach unten. So, und unabhängig davon, ob dieser kleine mutierende Affe dort oben überhaupt jetzt noch mit rankommt oder nicht, wir haben jetzt hier ein paar Mutanten mehr mit am Start. Da das jetzt hier Fettsäcke oder die oder andere. Und naja, das Prinzip von denen kennen wir ja, die können nicht wirklich schwimmen. Auch nicht der hier eigentlich schon noch die ganze Zeit hier im Wasser hier, oder eher gesagt an der Wasseroberfläche mit langläuft. Wir müssen es jetzt nur irgendwie schaffen, jetzt hier die Leute oder die ganzen Mutanten irgendwie nur hier reinzulocken. Dann hätten wir zumindest die Gelegenheit, hier wunderbar mit zu überleben. Und dort hinten steht natürlich gleich auch noch einer mit einer Kanone. Und das wird natürlich für uns etwas schwer werden, das Ganze hier mit zu realisieren. Aber wir versuchen mal trotzdem hier voranzukommen, wollte ich zumindest sagen. Aber das hat sich gerade sich so halt eben erledigt, weil hier haben wir zwei Fettsäcke, dort haben wir noch ein paar mehr. Und mal sehen, kommt ihr alle baden? Kommt her, kommt rein. Gut, haben wir schon mal zwei Fettsäcke weniger, sind ja nur noch 3.776.000 und ein paar zerquetschte andere Mutanten hier mit am Start, die uns jetzt noch irgendwie hier auf die Pelle rücken können. Irgendwie so ähnlich. So wie zum Beispiel der da. Aber wenn wir die ganzen Leute wenigstens alle gleich herlocken können und somit, ach, sieh mal, schau, jetzt ist er tot. Okay. Dann haben wir zumindest hier erstmal weniger Stress mit am Start. Weil dann wiederum können wir etwas länger hier überleben. So. Hallo, du Fettsack. Komm mal her. Diese haben aber auch hier scharfe Krallen. Also ich weiß nicht, wann die das letzte Mal hier bei der Maniküre mit waren. Aber auf jeden Fall wäre es nicht verkehrt, wenn die mal wieder ihre Krallen stutzen könnten. Oder wenn die es hier gleich alle drei hier mit hier wunderbar hineinmachen. Sollten bestimmt hier irgendwie reinmachen. Das ist schon mal der erste. Und na klar, ich würde mal sagen, ich habe wohl gleich hier eine ganze Kolonne an, ja, Trigen oder eher gesagt an Fettsäcken hier gleich mit vorgeholt. So, bei den Kollegen dort hinten allerdings will ich mich nicht hier in Sicherheit wiegen wollen, weil diese wiederum kann natürlich hier schon ebenfalls uns sehr frühzeitig mit entdecken. Gut, mal sehen, vielleicht kriege ich die hier am besten noch irgendwie hier mit hinein. Irgendwie. Wenn es was werden könnte, versteht sich. Ansonsten versuchen wir mal unser Glück irgendwo anders. Ach, natürlich, der da. Hat mich ja gleich auch noch mitentdeckt. Ja, Leute. Back to the Leute, back to the Roots oder so ähnlich. Der steht natürlich erstmal dort. Dieser Trigen dort hinten, also dieser Handy-Chanti, so nenne ich den hier immer, der ist ja quasi in der Lage, auf uns zu schießen, weil dieser, man kann es vielleicht nur minimal sehen,
Aber dieser hat dennoch eine Kanone hier mit am Start. Währenddessen die ganzen Trigene jetzt alle wieder dort mit hinmachen. Kann ich doch jetzt wenigstens hier hin und... Na gut, der wiederum, der kann eigentlich gar nichts. Weil der hat ja keine Rakete mit am Start. Von daher können wir die Gelegenheit nutzen, jetzt am besten hier Leine zu ziehen. Irgendwie. Wobei nicht garantiert ist, dass das auch jetzt sofort klappen könnte. Ich muss hier irgendwie rauskommen. So ist es. Wir müssen hier irgendwie rauskommen und wir haben natürlich noch andere Mutanten. Hier auf der anderen Seite wiederum gibt es auch sehr viele Bereiche, wo es natürlich dann Waffen und Ausrüstung mit gibt. Aber wenn die Überlebenschancen sowieso sehr gering sind, wäre es sehr vom Vorteil, wenn wir das hier lieber sein lassen. Diese Kanone mit aufzusammeln und dann versuchen, mit ein paar wenig Schuss hier auf Mutantenjagd mitzugehen. Das bringt natürlich mal rein gar nichts. So. Bin mal gespannt, ob der mich sieht. Wenn der mich natürlich nicht sieht, ist das hier wirklich sehr vom Vorteil geprägt. Weil dann könnten wir natürlich somit am längsten überleben und haben dann für den nächsten Moment erstmal weniger Stress. Da muss es rausgehen. Okay. Da sind natürlich auch noch ein paar Mutanten mit am Start, aber genau, da ist ein Heli. Da gehen wir hin. Endlich. Ich konnte mich eine Zeit lang nicht melden. Jack, geht es Ihnen gut? Tja, ich habe mich in einem Dschungel voller Mutanten verlaufen, aber sonst geht es mir gut. Wie geht es Ihnen denn so? Ja, ich habe ja schon verstanden. Na, wenigstens sind Sie noch im Leben. Sie müssen sofort aus diesem Bereich verschwinden. Soweit ich es beurteilen kann, verläuft der beste Weg, den Sie nehmen können, direkt bei den befestigten Mauern hindurch. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht weit von Ihnen entfernt sind. Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist. Aber dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen aufräumen. Den weg, den weg, den Humpty Dumpty weg. Und der Rest wiederum macht natürlich dorthin, währenddessen dort oben auch noch hier ein bisschen Mensch gegen Mutanten Krieg hier mit am Start ist. Und bei Bedarf müssen wir auch mal hier einen Blick mit wagen, weil es kann durchaus sein, dass auch mal hier noch ein paar Mutanten sich mal mit verirren. Wäre natürlich nicht so reizend. Aber ansonsten sieht es auf den ersten Blick her vollkommen normal für uns aus. Das nehme ich natürlich gerne mit, nur mit nur einen einzigen Granatmunitionsmüppelchen. Oh, da ist ja einer. Gewesen. Dann nehme ich mir doch mal gleich seine Kanone mir mal auf mich. Die können wir wunderbar mitnehmen, wenn es... Ach nee, doch, wollte schon sagen, wurde etwa jetzt hier keine Kanone gedroppt. Wurde allerdings glücklicherweise. So, dort oben ist natürlich auch noch ein bisschen Action mit dem Gange. Weil jetzt kommen natürlich die ganzen 10.000 Fettsäcke mit hierher und wollen mir ans Leder. Und dann lernt ihr mal die Gatling-Kanone mal mit kennen. Und man konnte es wahrscheinlich auch sehen. Die obigen stationierten Gatling-Kanonen, da waren ja zumindest dort Söldner und haben ja zumindest versucht, hier die ganzen Fettsäcke dort davon abzuhalten, hochzukommen. Natürlich sind es dann auch welche mit Raketen. Das heißt, Söldner werden uns zumindest erstmal keine begegnen, die uns dann irgendwie Probleme bereiten könnten. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber ansonsten sind wir auch... Aber ansonsten haben wir natürlich ja keinerlei Probleme mehr mit am Start. So, hier wurde auch keine Kanone mit gedroppt, ist ein bisschen doof. Und bitte sag mir nicht, dass der Himmel jetzt hier auch wieder anfängt, hier mit rumzuspacken, wie in dem Level Rebellion. Für diejenigen, die das da nicht gesehen haben sollten, guckt euch das unbedingt gerne mit an, was dort hier abgegangen ist. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ansonsten haben wir sogar dort hinten sogar noch hier innen stehen. Also überall, wo da Munitionskisten sind, da stehen dann natürlich auch solche
Anti-Chanti-Kanonen, Hengste. Und den wiederum, den habe ich zu spät gesehen. So, dieser ist erstmal tot, das ist erstmal schön. Und dafür haben wir aber noch den zweiten hier. Der ist erstmal auch weg. Wunderbar. Dann sollte es jetzt in dem Moment erstmal keine großen Probleme geben. Weil wenn jetzt hier offenkundig keine weiteren Trigene mehr mit am Start sind, dann haben wir jetzt erst einmal einen guten Aspekt an unserer Seite. Und zwar, wir können jetzt ohne Probleme jetzt hier mit reingehen. Da ist natürlich der Vulkan und da oben wiederum findet natürlich dann das letzte Level mit statt. Zunächst wollen wir uns erstmal hier noch ein bisschen umsehen. Ein bisschen Munition kann natürlich nicht schaden. Doll, mein Arm wird grün. Klingt, als hätte es sie erwischt. Ich dachte, ich sei geimpft. Der Impfstoff hätte eigentlich wirken müssen, aber vielleicht ist die Luft durch ein Leck mit Mutagen verseucht. So war das auch bei Krieger. Er ist infiziert? Er hat einen Wirkstoff, der die Ausbreitung stoppt. Er behandelt sich damit. Hat immer was bei sich. Ich muss ihn überreden, was abzugeben. Vielleicht gibt er ihnen was, wenn sie nett drum bitten. Das hört sich natürlich jetzt nicht gerade sehr vorteilhaft für uns mit an. Dass wir jetzt einfach mal mit feststellen dürfen, dass wir uns jetzt wohl mit einem Mutagen uns jetzt hier bespritzt haben und jetzt, naja, indirekt bereitwillig sind, jetzt selbst hier ein Mutant zu werden. Das kann natürlich halt eben auch ganz schön in die Hose gehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Ausrüstung mit am Start. Also die OECW selbst, die nehme ich jetzt nicht unbedingt mit. Obwohl die zwar nicht mit verkehrt ist, aber ich bevorzuge immer hier Waffen zu nehmen, die dann so angesetzt sind, dass dann die andere Kanone nicht dann hier dieselbe Munitionsart mit verballert. Denn dadurch verliert man dann hier noch mehr Munition, wenn das natürlich mit der Fall ist. Deswegen nehmen wir den Raketenwerfer hier mit und kommen dann wenigstens dann so in den Genuss, hier noch Haufen Raketen noch mit einzusammeln, die uns noch irgendetwas mitbringen könnten. Und deswegen machen wir uns jetzt noch auf zum, ja, letzten Bereich. Bewegen Sie sich auf Kriegers Hauptanlage. Der Widerstand eines Vulkans errichten lassen. Anscheinend verhindert er mit einem großen Stabilisator, dass der Vulkan ausbricht. Hoffentlich können Sie ihn und Val dort finden. Mag natürlich nicht verkehrt sein, aber das Ding ist, hier ist natürlich dann eben schon ordentlich die Trigen-Action im Gange. Und zwar aus allen Ecken und Kanten, also da merkst du schon, hier geht's richtig zur Sache. Wir können zwar versuchen, mit dem Fahrzeug hier ein bisschen entlang zu kommen, aber mehr bringt uns das eigentlich auch nicht. Kann ich aber gleich mit versichern. Aber vielleicht können wir mit ein bisschen Glück uns hier durch die Gegend lacken. Und durch die Gegend rumrennen, wenn das Leben nützend ist. So. Und alleine schon in diesem Level wird der damalige Zeit. Das ist gerade ganz schön laut hier. Ja, ich würde mal sagen, der Kollege, der hat erstmal hier einen Warmbadetag erstmal vor sich, deswegen wollen wir den natürlich nicht mit stören. Ist aber auch schon nett mit anzusehen. Normalerweise hätte man bestimmt damit erwartet, dass dieser Stamm hier auch instant hier anfängt mit brennen, wenn man sich nicht beeilt, sodass man dann einen Alternativweg hätte nehmen müssen. Und das Ding ist, es gibt hier eigentlich nur wenige Bereiche, wo du einfach mal so rüberspringen kannst. Wird natürlich dann auch ein bisschen doof werden für diejenigen, die sich dann in solchen Fällen nicht beeilen würden oder könnten. Und der wiederum, der hat noch so ein paar Probleme. Wir lassen den mal lieber in Ruhe. Wer weiß, was der dann so für Probleme hat. So, weiter im Text. Wir müssen auch hier mal irgendwo mal tatsächlich mal mit rüber springen. Ach, natürlich hier, da müssen wir rüber. Denn ansonsten kommen wir hier nicht wirklich weiter. Und auch hier ist wieder eine Satellitenschüssel und hier liegt mal wieder so ein Toter rum. Und irgendwo hier tauchen dann so bei Bedarf, wenn man so diese jeweiligen Trigger noch mit berührt, noch ein paar Söldner und weitere Trigene noch mit auf. Aber es ist wirklich von Vorteil, wenn wir die lieber nicht auslösen,
und wir somit dann weniger Stress mit am Start haben. Gut. Hier nehmen wir noch etwas mit. Und auch das. Wunderbar. Kriegers Anlage müsste in Ihrer Nähe sein. Ich habe gerade angelegt und bin auf dem Weg zu Ihnen. Wir sehen uns dort, Doyle. Darauf können Sie wetten. So ist es. Von der Kanone trenne ich mich, denn ich möchte die hier einsammeln. Wir haben zwar nur 5 Schuss, aber diese 5 Schuss, die müssten dann in solchen Fällen dann auch wirklich sitzen. So. Jetzt können wir erstmal noch ein paar Leute hier noch mit markieren. Denn hier unten wiederum, da gibt es glaube ich auch noch ein paar Raketenschützen, die natürlich dann hier ein Schützenfest mit veranstalten würden. So wie der Kollege da. Hier sind auch noch etliche Söldner und dort unten sind auch noch welche. Dort stehen noch welche an der Minikanone. Also ich würde mal sagen, hier ist wirklich hier Söldner-Action am Start. Im besten Fall wäre es, wenn wir den Kollegen zuerst erledigen. Und den. Und den. Und dann gucken wir mal weiter. Normalerweise müssten die Leute, die hier unten an der Gatling-Kanone stehen, eigentlich so schlau sein und jetzt hier in die Richtung jetzt hochfeuern, wo die ganzen Schüsse mit rauskommen. Und wir wären schon instant tot. Oder dass man vielleicht sogar auch hier mit den Minigun-Mods ein bisschen Action betreiben könnte. Wobei man frühestens das dort unten an eine Minigun mitkommt und dann somit auch die Gelegenheit für sich nutzen kann, dann eine Minigun auszurüsten und diese damit zu verwenden. So, wir werfen mal eine. Mal sehen, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Ich glaube, weiter können wir die eh nicht transportieren. Na, mal sehen. Da haben wir noch einen. Gut, der Kollege ist auch weg. Er ist weg. Und wo ist er? Da ist er. Also soweit jetzt der aktuelle Stand ist, hätten wir jetzt lediglich nur noch 2 Söldner hier und dann hätten wir jetzt erstmal hier freie Bahn mit Marzipan. Aber wer weiß so ganz genau, wo die alle sein werden. So, noch einmal nachladen und dann wunderbar, Gegner killen. Gut. Also da merkt man schon, der Stärkste überlebt. Und mal sehen, ob hier bei Bedarf noch irgendwo Leute sind. Aber sieht natürlich nicht danach aus. Das ist sehr schön. Dort hinten sehen wir im Übrigen schon den Mast eines Bootes. Das ist natürlich dann das Boot, mit dem Doyle dann hier mit angekommen ist. Und dies wiederum solltet ihr euch mal unbedingt mit merken, was es mit diesem Boot da auf sich haben wird. So. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass hier tatsächlich nirgendwo mehr Gegner sind. Also können wir jetzt einfach mal hier schön nach unten spazieren und uns mit ein bisschen mehr Ausrüstung bekleckern. Die wir so nebenbei erwähnt noch mitfinden können. Spiel wurde erstmal wieder gespeichert, das ist schön. Und hier kriegen wir natürlich noch mehr hier Ausrüstung en masse, alles was dazu gehört. Und somit können wir uns natürlich jetzt damit aufmachen. Was jetzt so gesehen noch fehlt, sind Handgranaten.
Soweit ich weiß, müsste jetzt eigentlich nur noch ein einziger Dude jetzt hier noch mit erscheinen, der natürlich dann als einzigster die Handgranaten fallen lässt. Aber zu denen kommen wir auch noch gleich. Wir können sogar auch, so nebenbei erwähnt, sogar auch hier entlang gehen. Und dann sehen wir natürlich eben dort dieses, ja, sagen wir mal, Schiff, diesen Kahn, dieses Boot, was auch immer. Und hier in diesem Wasser sollte man nicht wirklich schwimmen. Also man kann selbst hier schwimmen gehen. Allerdings wird das hier nicht gerade mit empfohlen, weil das Wasser ist hier unsagbar heiß, weil dann eben auch hier die ganze Lava hier mit runterkommt. Normalerweise wäre dann in solch einem Fall als allerdings ein bisschen komisch, wenn wir dann hier ein Schiff mit haben. Es sei denn, das ist halt eben extremst hitzebeständig. Denn ansonsten könnte man, wenn man jetzt hier einerseits schwimmen könnte, auf das Boot gehen und was weiß ich dann dort finden oder was auch immer. Aber das interessiert uns. Aber wir wollen ihn natürlich mal dennoch hier nach dem Rechten erstmal wieder sehen. So, wo haben wir denn jetzt hier unseren Kollegen? Der spawnt, glaube ich, irgendwo ganz weit oben. Irgendwo ganz weit oben. So wie der da. Und das ist auch der einzigste mit Handgranaten. Deswegen bedanke ich mich erstmal hier wieder fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen nach oben da. Fragen, Wünsche, Kritik, Anregungen, whatever, mal ab in die Comments damit. Und dann sehen wir uns im letzten Part von Let's Replay Far Cry uns wieder. Bis dahin, haut rein!